Servus liebe Kinderautoren, schön, dass ihr da seid. Wir sind heute im Frankenjura unterwegs, beziehungsweise nur eigentlich in der Oberpfalz, und zwar auf der Via Ferrata Bambini. Eine super tolle Idee. Und zwar können hier Kinder ihre ersten Schritte an einem Klettersteig machen. Das Ganze sind 30 zum Teil. Bei Sektion 1 lernen die Kinder, wie sie mit den Karabiner umgehen und sich selber und richtig sichern. Im zweiten, und das ist auch ganz, ganz wichtig, ein- und außen umhängen, wie sie an den Stiften wieder weiterkommen, dass immer ein Karabiner geöffnet ist, der andere bleibt am Stahlseil. Und bei dritten, das ist ganz wichtig und was die Kinder am meisten freut, die natürliche Tritt- und Griffschulung. Wir schauen uns das Ganze mal an, was euch hier auf der Via Ferrata Bambini erwartet. Eine tolle Sache, in meines Erachtens einmalig in Deutschland, ein Klettersteig, der nur für Kinder angelegt ist. Kommt mit, schauen wir uns das mal an. So, und hier seht ihr, wir sind jetzt beim Via Ferrata Bambini auf Sektor 1, dass die Kinder mal den ersten Eindruck kriegen, wie wichtig ist es hier, den Karabiner einzuhängen und sich da langsam vorzuarbeiten. Die nächste Erfahrung, die Kinder auch sammeln können, das sind Trittbügel, und ihr seht selber, alles wirklich gut angelegt. Ja, und ihr seht jetzt da oben am Felsen, da geht diese Via Ferrata Bambini weiter. Ja, liebe Kinder, Autoren, ihr seht jetzt schon das Besondere an diesem Via Ferrata Bambini. Es ist auf die Größe der Kinder zugeschnitten, nicht auf die Erwachsenen. Das Ganze liegt etwas enger beieinander als bei uns Erwachsenen. Und das Tolle, was mir sehr gut gefällt hier, ist, die Kinder haben hier die Auswahl, nämlich die natürlichen Tritte und Griffe oder nehme ich jetzt in dem Fall diesen Steig, diesen Trittbügel, der eingelassen ist, um weiter voranzukommen. So lernen die Kinder gleich von Anfang an richtig hier am Felsen in einem Klettersteig. Nur gesichert, nur mit Klettersteigset, nur mit Helm. Ich mache das jetzt rein aus filmischen Gründen. Hier kennen jetzt die Kinder, weil es hier alpin wird, gleich mal über diese tolle Brücke. Hier weiter, sich wieder einklinken.